So, ich mache jetzt hier noch voll die drei Niederlagen. Alter. Es ist aber auch, also das ist, krass, es ist ein Scheißkartenspiel und ich werde hier übelst emotional. Irgendwie. Aber es ärgert einen dann noch einfach mal. Also dann dieser Glücks-Pech-Faktor ist halt auch da und. Ja, das kann halt ärgern. So, Priester, toll. Haben wir jetzt die OP-Klasse erstmal als Gegner. Ihr seid zuerst dran. Ich bin auch immer zuerst dran. Ich bin irgendwie immer lieber als zweiter dran. Da haben wir mehr Karten. Das finde ich irgendwie cooler. So, die behalte ich. Ich werde die beiden mal austauschen hier. Die tausche ich auch aus. Scheiß drauf. So, das sieht doch mal ganz gut aus. Die mit dem Drachen hätte ich vielleicht behalten können, ja. Aber ich bin echt lieber immer als zweiter dran. Da hätte ich jetzt 5 Karten plus so Mana-Ding. Finde ich geiler. So, fertig. Ich werde erst die spielen, dann die spielen. Wird man erstmal vielleicht ein paar Karten bekommen. Ich hoffe nur, dass sie nicht gleich stirbt. Oh, das ist wieder so. Na. So. Aber nur wenn wir Wildtier spielen, ne? Jetzt merke ich gerade, wenn er ein Wildtier herbeiruft. Okay, spielen wir jetzt die hier. Karte bitte. Boah, perfekt, Leute. Das ist ausnahmsweise wirklich mal perfekt. So, die hauen wir hier neben dem Wolf. Noch eine Karte bitte. So. Angreifen sollten wir vielleicht noch. Weiter. Jetzt kommen wir wahrscheinlich da eh. Ben, ben, ben. Down. Weil da eh geht, glaube ich, erst ab 5 Mana. Oder ab 4 oder 5 Mana kann er den erst machen, glaube ich. Wir müssen jetzt ja sofort übelst Druck aufbauen. Geht nicht anders. Der hat nicht viel. Wenn er das hier macht, hat er nicht viel. Aber da kommt, das kommt dann gleich. Also wir müssen jetzt so schnell wie möglich hier gut Damage machen. Wird hier am Ansturm. 2, 5. Vielleicht ein befreundeten Wildtier 2 plus 2. Also die können wir spielen. Oder die hier. Ich finde das mit den 2 plus 2 aber gerade cooler. Frage ist noch auf wen. Auf den hier würde ich es machen, hä? Der soll möglichst lange leben. Ja klar, das ist dann Spott drauf. Das ist natürlich dann... Ich frage mich, ob... Aber auf den will ich es auch nicht haben. Auf den muss ich es machen. Weil der Windzone hat, der kann zweimal angreifen. Da bringt der Angriff nochmal mehr. Ich lass die Runde los. So, jetzt muss man nochmal angreifen. Gleich nochmal. So, fertig. Jetzt kommt bestimmt der AE. Ich weiß nicht, ob er 4 oder 5 Mana ging. Das wir gleich sehen. Man muss die Karte natürlich auch haben, aber der hat so viele Karten. Ja, 5 Mana. Jetzt kommt sie. Das ist so lächerlich. Fügt allen Feinden 2 Schaden zu und alle Befreundeten werden 2 geheilt. Das ist eine der krassesten, ekligsten Karten, die es gibt so. Aber der hat noch viel mehr, was in die Richtung geht. Da wenigstens haben wir noch ein bisschen was übrig. Ansturm ist gut. Haben wir zweimal sogar. Die werde ich auch spielen jetzt. Wir können auch den spielen. Ah ne, den hebe ich auf. So. Aber die lebt noch, das ist gut. Nur noch ein bisschen Damage jetzt reinhauen. Das war eine gute Entscheidung, dass ich das auf die gemacht habe. Ah, wir können auch nochmal angreifen, stimmt. Mit der Ansturm. Sardina hat bereits angegriffen. Krass, wie das jetzt hier komplett anders abläuft. 6 Leben hat er noch. Allein wenn wir jetzt immer darauf stehen, ja gut, er kann sich immer heilen, ne? Aber das kostet auch Mana. Das stirbt mich nicht, weil ich habe die Karte. Ein zufälliger Gegner kommt jetzt hier. Okay, da hätte jetzt alles kommen können. Ist ja mir ganz egal, wie stark der den macht. Ich kann den auf 1 runter machen. Ja, ich
ich kann ihn jetzt töten. Das ist ja behämmert. Tja, da sieht man mal, wie es auch anders laufen kann, wenn es gerade ein bisschen besser läuft. Naja, es ging auch mal schnell. Jetzt ist. Alter Schwede, ey. Also am Anfang niedrige Karten haben ist schon echt wichtig. Aber hat gesehen, was es ausmacht, wenn ich schnell an Karten komme. Also diese eine mit hier zieht eine Karte pro Wildtier, die ich da auf, drauflege, ist richtig mächtig. Also die würde ich quasi fast immer nehmen, wenn ich jetzt zur Auswahl hätte. Aber ich hatte ja kaum die Auswahl an solchen Karten. Ich habe ja schon möglichst viel genommen, wo ich neue Karten ziehen kann. So. Cool, jetzt bin ich mal als Zweiter dran. Die behalte ich. Weg. Weg, weg, mal alle drei weg. Gucken wir mal. Ja, das ist okay. Ist auch okay. Ja. Aber ich finde man ist irgendwie dann immer flexibler. Also ich finde es schön, dass ich lieber mehr Karten. Okay, ja gut. Spielen wir erstmal die hier. Können dann gleich noch eine Karte ziehen, wenn wir die hier rausholen. Oder, nee, ich hebe mir das lieber auf und ziehe dann lieber die Karte oder... Ja, wahrscheinlich dann die Karte. Fertig. Wie gesagt, da kam echt guter Scheiß bei raus. Also, vier, hat man ja gesehen an diesem Vogel, da mit plus Angriff, dann auch... also, wenn man vier drauf hat, ist der halt nice. Aber allgemein ist das eine sehr gute Karte. Und so. Ist auch ein bisschen Zufall dann immer, aber dafür sind die ungefähr ein bisschen stärker dann, die Diener. So, okay. Ich glaube, ich werde die jetzt sogar ziehen. Hm? Ah, nee, Zauberkarten wirken nicht, oder? Seht ihr? Okay, gut. Kann ich jetzt hier von Zaubern verwendet werden? So geht das nicht. Schade. Ja, da werde ich mit meinem Schweinchen wahrscheinlich. Ich frage mich, ob. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Andere bevor wir ihn haben, das ist jetzt richtig gut gewesen. Jetzt können wir die nämlich vernichten. Ah, da kann auch was anderes bei rauskommen, wie gesagt. So, fertig. Und gerade 2-4 ist eine geile, ist von Attributen ziemlich cool mit dem Attribut, da will man ja, dass er ein bisschen länger lebt. Tja. Jetzt können wir die ziehen hier. Das werde ich auch machen. Nee. Ich werde die hier ziehen. Vernichtet einen zufälligen Feindlich. Und dann können wir dann noch... Nee, können wir nicht. So. Drauf. Fertig. Jetzt hätte ich natürlich nochmal gern die Karte. Schade. Wir können daraus jetzt, wow, 4-6 machen. Sport, 4-6. Das ist mächtig und das mache ich auch. Das ist eine geile Kombo erstmal. Dann können wir den jetzt töten. Oder wir greifen den Helden an. Ich glaube, ich greife den Helden an. Der muss ja sowieso den angreifen. Das kann er da nächste Runde machen. Das wäre jetzt dumm, wenn ich jetzt angreifen würde. Denke ich. So. Ah, halt! Wir haben ja die noch. Aber bringt uns nichts. Nö, bringt uns nichts. Warum soll man das Leben niedriger machen, wenn wir genug Schaden machen? Ah, wir machen gar nicht genug Schaden, wenn er den angreift. Wartet mal, will ich jetzt noch spielen? Greift den an. Ich kann aber dann mit den töten, aber dann würde der auch sterben. Ich glaube, ich hau den das jetzt auf den drauf noch. So. Dann stirbt er, wenn er den angreift. Muss ich jetzt ganz genau überlegen, was er meint. Also entweder macht gar nichts oder greift an oder es kommt jetzt eine Scheißkarte, aber ich glaube, das war gut gewesen. Es ist jetzt auch so eine Kettenreaktion. Desto mehr man am Anfang dominiert, desto mehr dominiert man auch gegen Ende. Außer es kommt total Pech dann zustande. Blut und Beute.
Ja, da kann ich mit dem und den drauf, also kriege ich ja auch platt. Danach können wir den hier ziehen. Und ich kann mir auch noch eine Karte aussuchen, wenn ich will. Aber ich glaube, ich ziehe dann die hier. Das ist jetzt cool. Kernhund. So. Nehmen wir dich hier. Der Forstwolf-Clan ist bereit. 7-6. Nice. Jetzt können wir dann die hier ziehen. So, erstmal müssen wir den Blatt bekommen. Ich will natürlich, dass der möglichst lange lebt. Ich muss mit denen, der da, der stirbt jetzt hier. Wartet mal. Ich frage mich, ob. Boah, ganz ruhig. 4, 6. Ich will, dass der lange lebt. Dann muss ich mit denen hier drauf gehen und denen hier hin. Es würde. Es geht nicht, dass beide überleben können, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Der stirbt immer. Dann kann ich den auch hier opfern, an dem dann. Hier drauf. Wegen einem scheiß Schaden, ey, das nervt mich jetzt gerade. Aber es ist sicher, ist sicher. Ich will den nicht verlieren. Ah, das. Nur dahingehend was gebracht, ihn auf ein Leben zu machen, weil er dann den nicht angegriffen hat. Aber das war ja eigentlich gut gewesen. Also ich fand's gut, glaube ich. So. Jetzt sollte ich erst am Anfang mal voll Damage reinzuhauen hier. Verursacht zwei Schaden. Aber dann können wir die nicht mehr ziehen, das ist ärgerlich. Schade, dass ich keine Ansturmkarte drauf habe jetzt hier. Ist jetzt die Frage, wollen wir jetzt hier volle Bulle draufgehen oder alles hier von dem vernichten? Ich frage mich, ob. So. Ich könnte jetzt mit denen den töten und der würde leben und mit denen den töten, der würde überleben. Das mache ich auch. Wenn es eine AI kommt, hab ich halt Pech. Aber Krieger AI? Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr. Hat hier irgendjemand Ansturm? Wow. Krass, wie viel da immer noch von denen hervorkommt, ey, das nervt. So, Wildtier am Ansturm. Verursacht zwei Schaden. Können den oder den vernichten? Ich soll das mal den vernichten, wahrscheinlich. Ja. So, die Frage ist nur, dann kann ich die nicht ziehen. Ah, ich könnte die ziehen. Und dann noch eine Karte aussuchen. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, das Beste. Das wird jetzt, ziehe ich dann als nächstes mit Ansturm dann. Das wird übel. Damit rechnet er vielleicht auch nicht. Dann könnte ich jetzt erstmal nach der Karte gucken. Machen wir schnell. Der Kodo wäre auch geil. Vielleicht nehme ich auch den Kodo dann. Oder auch Sportgottesschild. Ah, den Kodo könnte ich jetzt spielen. Ich nehme den Kodo. So, mit Max 2 Angriff, der würde den killen. Dann könnte ich mit dem hier den hier killen und mit dem den killen. Dann könnte ich sogar nochmal angreifen dann. Also. Ganz ruhig. Auf. 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 Dieser Diener hat bereits angegriffen. So. Ansturm wäre natürlich auch cool. Okay. Ja, wir haben den jede Runde total dominiert, also er konnte nichts machen. Nice. Also so schlecht ist das Deck anscheinend dann doch nicht, was ich mir jetzt zusammengestellt habe.